Also ich muss euch sagen, so koche ich gerne. Ich habe jetzt genug Zeit, die Küche aufzuräumen und das Ding da hinter mir macht einfach alles. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, meine Lieben, ich mache heute mein erstes Essen in der Krups Cook for Me. Und zwar habe ich mir ausgesucht One Pot Pasta Pizza Style. Die Zutaten habe ich hier alle schon vorbereitet. Und jetzt gucken wir ganz einfach mal. Ich habe hier Leibmozzarella. Anstatt Schinken nehme ich Salami. Und ich starte jetzt ganz einfach mal. Ich muss jetzt selber noch überlegen, wie das hier funktioniert. Ist ja alles neu. Rezepte. Hauptspeise. Jetzt gehen wir mal runter. Jetzt war ich zu weit. One Pot Pasta Pizza Style. Für zwei Personen, ne? Für vier. Jetzt seht ihr hier Zubereitung 10 Minuten, Garen 4 Minuten. Okay, die Zutaten habe ich wie gesagt alle schon fertig. Jetzt haben wir hier einen Fussel, das mag ich ja überhaupt nicht. So, gehen wir nochmal runter. Okay, möchten Sie das Rezept starten? Ja. Im Behälter Soße, Wasser, Nudeln, Salz, Pfeffer, Gewürz und Champignons vermischen. Mache ich jetzt gerade. So, ich vermische das jetzt alles hier in dem Behälter. Ja, und dann geht es gleich auf zum nächsten Schritt. So, ich habe jetzt alles verrührt und ich muss jetzt den Mozzarella und die Salami statt den Schinken und Oliven oben drauf legen wie bei einer Pizza. Und das mache ich dann jetzt auch. So, jetzt liegt alles drauf. Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen. Okay. Hallo. Okay. Möchten Sie den Garvorgang starten? Ja, ich denke, jetzt muss ich zumachen. Ja. Aufheizen. Ja. Ich denke mal, dann geht's jetzt los. Ja, wie am Anfang schon gesagt, ich koche so wirklich gerne. Also ich kann jetzt machen, was ich will und das Teil da hinten kocht für mich. Schon ganz easy, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt gleich hier irgendwann mit dem Aufheizen fertig. Und was dann passiert, zeige ich euch natürlich auch. Jetzt handelt es sich eigentlich nur noch um Sekunden, denke ich mal. Ich meine, ich kenne das jetzt noch nicht so gut, aber ich denke mal, das sind noch ein paar Sekunden, die es braucht. Und dann fertig ist mit dem Aufheizen. Und ich glaube, dann geht es richtig zum Garvorgang über. Das sehen wir gleich. Also ich lasse euch jetzt einfach mal so lang zugucken. So, und jetzt wird gegart. 4 Minuten und dann ist unser Essen fertig. Also, Ende des Garvorgangs, bitte warten. Und da oben kann man das bisschen sehen. Da kommt gerade Qualm raus. Und unser Essen dürfte gleich fertig sein. Nur noch ein bisschen warten, bis der ganze Dampf dann ja, weg ist. Ich glaube, ich mache mal kurz die Dunstabzugshaube an hier. Öffnen, vermischen und servieren. Guten Appetit. Beim Öffnen des Deckels auf austretenden Dampf achten. Warm halten. Ja, es hält jetzt automatisch noch warm. Das müssen wir auch, weil meine Tochter und ihr Freund noch unterwegs sind. Und dann zeige ich euch gleich, wie das Essen fertig aussieht. So, und wir sind jetzt fertig. Jetzt gucken wir hier mal. Stopp. Und jetzt öffne ich. So. Und so sieht unsere One Pot Pasta Pizza Style aus. Wird jetzt einmal umgerührt und dann können wir essen.
mal umgerührt und jetzt wird das Essen serviert. So, und wir werden es uns jetzt schmecken lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!